Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal, willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch, und zwar YouTube-Kacke, gefragt, gekackt, gefragt, gekokst, Alter, da habe ich mir auch wieder was versprochen, der Kockjäger, ja. wirklich nice. Das ganze Video von Tenoceros. Tenoceros? Ach, Bro, sorry, dass ich jetzt wieder verkackt habe, deinen Namen auszusprechen. Er hat das Video selber vorgeschlagen, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, da ist auf jeden Fall was drin. Gefragt, gejagt, auf jeden Fall immer lustiges Format, um daraus eine YouTube-Kacke zu machen. Ich habe Stefan dabei, let's go. Diese vier Spasti sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Koks zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen ein Mann gnadenlos im Weg. Der Kockjäger. Das Jackson beginnt. Jackson beginnt. Oh mein Gott, das kam jetzt out of nowhere. Jetzt bin ich mal gespannt, wer sich dahinter verbirgt. Zusammen. Wir sind zurück bei... Digga, wen haben wir denn da, Alter? Da haben wir Charlie Sheen, die alte Koksnase, Patrick, der... Ja, okay. Arthur und Marcel Davis. Also, eine sehr, sehr wilde Kombi. Ich ganz persönlich sehe Marcel Davis da am weitesten vorn, dicht gefolgt von Arthur und Patrick. Bei Charlie weiß ich noch nicht, was ich von ihm halten soll. Es ist uns in der Tat wieder gelungen. Hier sind vier Polen, die alle der Meinung sind, ja, wir können auf einen Jäger Jackson. Das Besondere ist, dieser Meinung waren sie schon mal. Da haben sie aber ziemlich krachend verloren. Warum tun die sich das nochmal an? Wir fragen sie am besten selbst. Hallo, ich bin Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Dafür kann man mal applaudieren, das stimmt schon. Dafür muss man applaudieren. Hier ist Arthur. Ich habe mir vor kurzem ein Handy gekauft und ich wollte dir meine Kontaktinformationen durchgeben. 555 Nase. Ich freue mich, von dir zu hören. Ey, wirklich, danke dafür. Jetzt bin ich ja gespannt. Also bis jetzt am solidesten, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich auch sagen. Ich glaube, er ist jetzt doch vor Marcel Davis. Hi, ich bin Charlie. Ich arbeite wenig und verdiene dafür sehr viel. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Und ich habe den Trinkerhelm erfunden. Das ist unser Scheiß-Team des heutigen Abends. Jedes einzelne Mitglied wird gleich auf mir kommen und in einer Schnellraterunde schon mal möglichst viel Code für die Spaßkasse einsammeln, um dann mit diesem Geld jeweils in ein Duell gegen den Jäger zu gehen. Wer das Duell gewinnt, verliert und der geht zu mir nach Hause. Und beginnen wird heute Abend Marcel Davis. Oha, der Favorit gleich als erstes. Guten Abend, Marcel Davis. Herzlich willkommen bei Gefragt, ja. Hallo. Du weißt, wie es funktioniert? Dann machen wir heute Kinder erschrecken. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Die Zeit startet jetzt. Im Osten geht die Sonne auf, doch wo ist hier ihr Mittagslauf? Bei 1&1. Ja, in welcher Extremität des menschlichen Körpers befindet sich der Femurknochen? Bei Ihnen. Im Kinderreim. Oha, hey, smart geantwortet. God. Smart geantwortet. Piep, piep, piep ist jeder so viel, wie er kann, außer sein DSL-Modem. Unter welchem? Junge, das erinnert mich. Das erinnert mich einfach so krass an 22 Jump Street. Ja, Digga. Ohne Scheiß. Und zwar hat mein. Mein DSL-Modem. Oh Mann. Farbe haben unreife Gurken üblicherweise. Meine Mailadresse: davis@1&1.de. Definitiv. Jetzt wollen wir gucken, gegen wen ihr spielt. Schön, dass wir wieder hier sind. Hier kommt der Kockjäger. Okay. Obi. Hallo, wie geht's denn so? Die Jagd beginnt. Auf geht's. Erste Frage kommt. Wer? Digga, Marcel Davis einfach so im Casual-Look zu sehen, ist auch ungewohnt, ne? Das ist ganz komisch. Wer war der erste US-Präsident, der wiedergewählt wurde? A. George Washington, B. Abraham Lincoln oder C. Thomas Jefferson? Der Jäger startet. Marcel Davis. Wen hast du genommen? Kundenzufriedenheit. Super! Ja, hat er einfach die Antwort ausgedribbelt. Ja, er hat wirklich einfach gedribbelt. Aber Kundenzufriedenheit, ganz klar. Ab mit dir. Guten Abend, Brigitte. Was soll das? Wollen wir losspielen?
Auch mal. Hauptsache, er musste auch nur eine Frage beantworten, hat instant gewonnen einfach. Gut. Zeit startet jetzt. Welchen Sport spielt man mit einem leuchtend gelben, filzüberzogenen Gummiball? Hallo. Du verdammter Blödmann, was weißt du denn schon? Du bist ein elender Schmarotzer. Du fliegst. Oha, Digga, einfach mal minus 1000, holy shit. Digga, er meint es ja richtig ernst. Raus. Aber du darfst nie vergessen, das Glück ist eine Hure. Guten Abend, Patrick. Hier ist Patrick. Die Zeit startet jetzt. Digga, es ist halt auch so kriminell, der wie er da steht. Glaubst du, Patrick ist so einer, der dem Jäger so Gegenfragen stellt? Alter, das wäre geil. Und das wäre richtig geil. Da bin ich auch mal gespannt, wie er jetzt dem Jäger entgegnet. So, wo waren Sie heute? So zwischen 12 und Mittag, so random einfach. Am 21. April 2016 wurde welche Monarchin 90 Jahre alt? Thaddäus. Wie nennt man beim Basketball einen Spieler, der seine erste NBA-Saison als Profi bestreitet? Weichei. Welcher Trainer wechselt? Digga, so ein Weichei, der kommt niemals in den salzigen Spucknapf, Alter. 2016 von Bayern München zu Bayern München. Hier kommt der Kopf. Oh Mann. Oh Gott, weißt du, was insane witzig wäre? Was wäre insane witzig? Wenn es jetzt so ein, wenn es jetzt dieses White Meme gewesen wäre beim Reinlaufen. Oh mein Gott, ja. Das wäre ja so witzig, oh mein Gott. Ah, vielleicht kommt das aus. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil, würde ich sehr fühlen. Ja, ja. Hey Jakobi, scheiß die Wand an. Was ist ein Kölner Brett? A, eine Bierbank, ein Musikinstrument oder eine Gardinenleiste? Was hast du genommen? Große Krabbe. Mhm. Was ist die richtige Antwort? Warum wissen, wenn es auch so geht? Oh mein okay, Gott. Aber es hätte jetzt auch Mayonnaise sein können. Es hätte, ey, das wäre auch geil gewesen. Das wäre geil gewesen. Wenn dann mit dem mit Mayonnaise und Musikinstrument, das wäre richtig sick. Oder? Was sagt der Jäger? Oh Mann, ich check's gerade ein bisschen, aber egal. Finale, super, komm. So, mein Lieber, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Herzlich willkommen. Hallo. Und jetzt kommst du. Kann ich. Und wir haben, glaube ich, letztes Jahr auch erst durchaus über Füße und Hände gecheckt. Nein. Bist du gut drauf? Hast Lust? Ja, klar. Okay, die Zeit startet. In welchem europäischen Land wurde Charles Michel 2014 Regierungschef? Ich habe keine Ahnung. Finale! Super! Ach, so kommt man da ins Finale. Das ist natürlich vielleicht ein Format, wo ich mich auch nochmal beweisen könnte irgendwann. Finalzeit bei gefragt. Schöner könnte es ja eigentlich gar nicht sein, hier zu Beginn. 11.000 Neger stehen hier auf dem Pult. Ich werde auch überhaupt gar nichts. Jackson, seid ihr high? Eishockey. Und die Zeit startet jetzt. Welches Land gilt allgemein als Mutterland des Fußballs? Ich liebe es. Wer war der erste Moderator der Fernsehshow Die Montagsmaler? Mein Thema. 144 geteilt durch 12 ist gleich? 16. Welche Messestadt entstand an der Kreuzung von Via Regia und Via Imperi? Gute Frage. Bermudas sind kurze. Hey, sie haben dafür Punkte bekommen. Stark, wirklich stark. Weite, knielange. Das ist dumme Leute. Welches chemische Element ist denn nach der kalifornischen Stadt Berkeley benannt? Kein blassen Dunst. Zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Kopfjäger. Ey, auch wenn ich dieses Trio Infernale da sehe, ne, ist einfach nur geil, ey, wirklich. Ich kann es nicht mehr. Hey Jakobi, letzte Jagd und ich habe ein bisschen am Regelwerk geschraubt. Sie haben, wenn es unter 10 ist, haben Sie nur noch 40 Sekunden im Finale. Ist das in Ordnung? Sie schrauben immer am Regelwerk gegen mich. Nein. Nein, ist in Ordnung. Lassen Sie mich kurz überlegen. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Nee, das ist natürlich richtig. Digga, hätte ihn austricksen müssen, hätte Nein sagen müssen. Vielleicht hätte er dann Ja gesagt. Digga, das ist einfach nur ein Five-Head-Move. Wer das nicht macht, wirklich. Weil Sie sind schon scheiß jetzt, ne? Gut, nur dass wir das nochmal klargestellt haben. Zum letzten Mal heute, die Jagd beginnt. Zu welchem Fußballverein wechselte 2016? FC Bayern München. Der Moderator der... Okay, Alter, Entschuldigung, wie aggressiv er das auch sagt. Gleich dran, Alter. Jan Böhmermann. Welche Stadt trägt... Solingen. Im Hafen welcher norddeutschen... Hamburg. Welches elastische Band aus saugfähigem Material wird von Sportlern um Handgelenk oder Stirn getragen? Passe. Na gut, es ist vorbei. Ja. Dann antworten Sie auch schnell, bitte. Herzlichen Glückwunsch. 1:04 immerhin. Ja. Nach meiner neuen Wunschregel hätten Sie es nicht geschafft.
Wir sind die Endeskandidat heute. Das war gefragt für heute und wir freuen uns auf 1:1. Schöne Woche. Tschüss. Koks. Erstmal. Tschüss. Ja, ey, gutes Video. Schaut deswegen auf dem Kanal vorbei. Alles wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr, sehr, sehr über einen Like, einen Abonnement, einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Vielleicht sollte ich mein Outro noch als ein oder andere Mal sagen, damit ich es wirklich auch mal noch ein bisschen schneller sagen kann, damit das Ganze hier schneller vorbeigeht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.